So, die Gamescom ist vorbei für uns. Xbox-User war da, ich war da. Tja, und was bleibt? Was sind meine Eindrücke? Was denke ich von den Spielen und der Xbox? Ich sehe so einige Probleme und ich wollte die mal in meinem persönlichen Blog ansprechen. Okay, es war nicht alles schlecht. Es gab auch gute Sachen. Aber die negativen wiegen halt immer schwerer. Deswegen lasst uns zuerst mal auf das schauen, was die Xbox-User hier am meisten interessiert. Die Xbox. Wenn wir das aktuelle Aushängeschild schlecht hinschauen, ist es natürlich die Xbox One X. Tja, und da haben wir das erste Problem. Also, ich konnte die Konsole auf der Gamescom sehen, ich durfte eine Präsentation dazu anschauen, was natürlich gar nichts aussagt, und ich durfte dann aber auch tatsächlich Hand anlegen und Xbox One Spiele in 4K auf der Xbox One X anspielen. Und ehrlich gesagt, ich war super enttäuscht. Ja, also das, was man uns da gezeigt hat, das war einfach wirklich schlechtes Marketing und das Vorzeigebeispiel eigentlich dafür, warum man sich die Konsole tatsächlich nicht zu kaufen braucht. Also zumindest nicht zum Launch, ja. Das erste Spiel, was ich gespielt habe, war Rise of the Tomb Raider. Da gibt es ja jetzt eine Xbox One X Enhanced Version. Und Rigsberu Ringdrossel ist da wohl voll meiner Meinung. Das war einfach furchtbar. Also die gezeigten 4K waren ganz okay, das Spiel war super scharf, aber es hat halt geruckelt ohne Ende. Wenn man die Kamera gedreht hat, wenn es Action gab, wenn Wasser animiert wurde, die Framerate droppt ständig unter 20 Frames pro Sekunde. Das war fast unspielbar. Allerdings hatte man im Menü die Option, die Xbox One X Power auszurichten. Das heißt, man konnte 4K nativ, 4K verbessert oder hohe Framerate auswählen. Ja, beide 4K-Varianten waren ruckelig ohne Ende, während die hohe Framerate natürlich sehr flüssig war, aber das ist natürlich nur in Anführungszeichen in Full HD. Die gleichen Probleme gab es dann auch bei anderen Spielen. Furchtbare Ruckler ohne Ende. Und natürlich alte Spiele. Ja, nur Forza Motorsport 7 und Mittelerde liefen recht flüssig, also da kann man eigentlich nichts groß gegen sagen. Tja, und dann sah man eben halt das andere Problem, was ich schon erwähnt habe. Xbox One hat momentan keine interessanten Spiele. Tut mir leid. Selbst für die Xbox One X hat man nur Forza gezeigt, was recht interessant ist. Aber ansonsten gab es nur alte Spiele wie Quantum Break oder Gears of War 4 zu sehen. So sind das dann Exklusivspiele, also anders als zum Beispiel Assassin's Creed Origins. Aber das ist halt nicht mehr neu. Und die hohe Auflösung und die hohe Framerate allein machen auch keine besseren Texturen und machen auch das Spiel an sich, was halt schon alt ist, nicht deutlich interessanter. Ja, das ist einfach das größte Problem der Xbox One momentan, das Spiele-Line-Up. Wenn man sich anschaut, was die PlayStation alles an Exklusivtiteln hat, dann wirkt die Xbox blass dagegen. Jedes JRPG kommt exklusiv für Sony, jedes zweite gute Adventure kommt ebenfalls nur für Sony und die Xbox hat halt immer nur Forza, Gears of War oder Halo. Und das war's. Und ja, dieses Jahr gibt's halt nur Forza als neues Spiel. Und das bei dem Launch der Xbox One X als neue Konsole, ja, bessere Hardware, was auch immer. Tja, und um die anderen ist es erstaunlich ruhig. Tut mir leid, das ist einfach zu wenig. Es ist richtig traurig, aber es fehlen die Exklusivverträge und mit diesen macht sich Microsoft die Konsole halt einfach selbst kaputt, da die Konsole halt nicht mehr interessant ist. Ja, aber das erstmal nur zur Xbox. Auf der Gamescom habe ich natürlich auch ein anderes Problem gehabt mit anderen Spielen und es ist so, glaube ich, ein Trend von aktuellen Videospielen. Und zwar fehlt es mir irgendwie komplett an Abwechslung. Besonders bei den AAA-Titeln, also diesen ganz großen, mit großem Budget von großen Publishern, ja. Alles, was präsentiert wird, hat irgendwie immer mit Kämpfen, Schießen und nochmal Kämpfen zu tun.
sei es mit Schusswaffen, Schwertern oder eben purer Muskelkraft in Beat'em'ups. Auch Rollenspieler fokussieren letztendlich trotzdem immer irgendwie auf Kämpfe. Schaut man sich dann Trailer dazu an, merkt man halt, dass überall explodiert ist, überall schießt man aufeinander, überall wird bis auf den Tod gekämpft. Das ist irgendwie langweilig, es ist immer das Gleiche. Ja, und dann bin ich dann aber wiederum froh über Indie-Titel. Ich sag's euch ganz ehrlich, ja, ich mag die Indie-Szene immer mehr. Diese Independent, also unabhängigen Entwickler, bieten deutlich mehr Abwechslung in den sonst ja fast schon monotonen Videospielen. So Spiele wie Journey, Rhyme oder eben auch das alte Portal oder was weiß ich, The Witness zeigen, dass es auch anders geht. Und ja, da habe ich dieses Jahr schon einiges gesehen. Und auf das freue ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, ja. So dieses Yoko's Island Express war unglaublich süß. Dann kommt natürlich Life is Strange, Before the Storm. Und das ist zwar eine Fortsetzung, aber es ist halt trotzdem irgendwie keine Standardkost. Was ich dann auch noch gesehen habe, war Cube 2. Und das sah super aus. Und auch da muss man nicht einen einzigen Gegner töten. Das komplette Spiel besteht nur aus Rätseln. All das zeigt mir eigentlich, dass mal eigentlich ein großer Publisher und gerne auch einer von Microsoft sich an solche Spiele heranwagen müsste. Also versteht mich nicht falsch, ich spiele auch gerne Shooter und ich spiele auch gerne AAA-Titel. Battlefield 1 spiele ich gerade rauf und runter. Aber ich muss nicht Assassin's Creed, Tomb Raider, Skyrim, Anthem, Monster Hunter, Agents of Mayhem, Crackdown und den Rest ständig rauf und runter spielen, denn seien wir mal ehrlich, das ähnelt sich doch alles irgendwie zu sehr. Die richtig neuen Ideen kommen immer nur von den Indie-Entwicklern. Aber wie gesagt, diesbezüglich hat mir die Gamescom dieses Jahr trotzdem Spaß gemacht. Ja? Gerade die kleinen Entwickler, die mit wenig Mitteln immer mehr und immer Größeres hinbekommen, sind im Vormarsch. Also ich bin echt gespannt, was sich da die nächsten Jahre noch entwickelt in dieser Indie-Szene, weil die präsentieren mal Spiele, die was ganz anderes darstellen, die nicht dem Mainstream folgen und trotzdem super spannend sind und wirklich Spaß machen. Ja, und ich bin natürlich auch gespannt, was aus unserer lieben Xbox wird. Wenn Microsoft so weitermacht, sehe ich echt schwarz. Aber wollen wir nicht so sein, blicken wir mal optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe, da wird noch was, da kommt sicherlich noch was. Ich wünsche euch bis dahin ein frohes Zocken und ich hoffe, ihr konntet die Gamescom auch ein wenig genießen. Yeah.